Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute ist Samstag, ja, eigentlich kein Videotag, ja, aber ich habe auf Facebook einfach mal gefragt, ob ein paar Leute Lust haben, dass ich am Samstag auch noch ein Video raushaue. Also es wird jetzt nicht zum Standard, ja, wenn die Winterzeit kommt, werde ich natürlich versuchen, noch mehr Videos für euch zu drehen. Und kam natürlich gleich ganz viele Likes und jo, hau raus und mache ein Pipapo und da dachte ich mir, okay, ich rauche eh ein Köpfchen, also kann ich auch einen Tabak nehmen, sag ich mal, den ich zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und den stelle ich euch einfach vor. Es geht halt um den Alfacher Arena Sweet Drops, ja. Ich rauche das Ganze im Tonkopf. Bilder blende ich euch jetzt nebenbei immer mal ein. Und ja, Tonkopf halb gefüllt, Kaminköpfchen, Kübchen drauf, der ist auch nicht schlecht. Und dann einfach drei Kohlen. Ich rauche das Ganze mit der Narikeda 55, dem Shisha Schmitty Glasschlauch. Und ja, Alfacher Arena Sweet Drops habe ich mich mal ein bisschen belesen. Ja, das Ganze soll so Wassermelone, Erdbeer und so ein bisschen Minze sein. Und ja, kommen wir mal zum Geruch. Also die Wassermelone riecht hier auf jeden Fall gleich raus. Eine Erdbeere, wenn man sich's einbildet, vielleicht ein bisschen, ja, aber ansonsten ist das Ganze auch sehr süßlich gehalten. Ja, und Minze, ja, eigentlich nicht, ja, es ist vielleicht was ganz Frisches, was leicht Frisches noch dabei. Aber ansonsten riecht ihr auf jeden Fall die Wassermelone und was Süßes noch raus. Ja, Schnitt und so habt ihr alles gesehen. Kommen wir mal zum Rauch. Seht ihr, Rauch geht klar, ja, also... Der war auch sehr feucht, war zwar ein bisschen klebrig, ja, kannte ich jetzt so nicht von Alfacher, aber ist auch nicht weiter schlimm, ja, Kopfbau hat trotzdem geklappt. Ja, und geschmacklich schmeckt ihr wirklich hier gleich am Anfang diese Wassermelone raus, diese süßliche Wassermelone ist so ein Tick zwischen künstlich und natürlich, aber eher in das Künstliche abdriftend. Erdbeer schmecke ich jetzt eigentlich so nicht raus. Es ist noch was Süßes dabei. Wenn ihr einzieht, habt ihr wirklich eine leichte Frische. Es ist jetzt aber keine Minze, keine Mentholminze oder keine natürliche Pfefferminze. Ansonsten ist das in meinen Augen ein Standard-Wassermelonen-Tabak von Alfacher. Ist jetzt nichts Besonderes, ich habe mich da ein bisschen drauf gefreut auf den Sweet Drops, weil ich da glaube ich immer mal ein bisschen gehört habe, ja, schmeckt süßlich, schmeckt echt lecker nach Sweet Drops, ja. Aber in meinen Augen ist das ein Wassermelonen-Tabak, der ein bisschen süßlicher schmeckt als der Standard-Wassermelone vielleicht und so eine ganz leichte Frische ist noch dabei. Ist in meinen Augen nicht mehr. Ja Leute, noch ein bisschen off-topic. Ich warte jetzt seit diese Woche Montag auf meine neue Grafikkarte. Die habe ich mir geholt, damit ich CS Ghost auch auf Full HD und High-End und Hyper, was weiß ich, auf Lösungen zocken kann. Ja, da gab es sehr große Schwierigkeiten. Ich habe Montagmorgen gleich sofort Überweisung gemacht. Am Donnerstag war immer noch nichts da und dann habe ich denen mal geschrieben, ja, wie sieht's denn aus? Ist immer noch nichts da. Und da kam einfach bloß von der Mail, ja, es tut uns leid für die Versand oder für die, ja, für die Versandverzögerung. Schicken wir Freitag raus. Wir haben es jetzt Samstagmittag und es ist immer noch nichts da. Ich glaube auch nicht, dass es heute noch kommt. Ich habe so einen Hals, ja, ich dachte mir, okay, heute kommt sie, kann ich gleich anschließen oder einbauen die Grafikkarte und dann kann ich schön zocken. Wirkt nichts, ja. Ich habe echt so einen Hals, ja. Die DPD verschickt das. DPD ist, glaube ich, ein bisschen langsamer als DHL, keine Ahnung. Kotzt mich mega an, ja. Wenn ich auf Paket warte, ich renne, glaube ich, alle 10 Minuten mal rüber und gucke, ob da ein Auto kommt. Aber es kommt nichts, ja. Bin ich echt doch relativ angefressen, ja, weil ich heute eigentlich mal noch ein Ründchen zocken wollte. Ist echt scheiße, ja. Also, ihr kennt das sicherlich, ja, wenn ihr auf den DHL-Mann wartet oder so. Und wenn das DHL-Auto dann kommt. Geil, Paket ist da und der Wichser fährt einfach weiter, ja, und dann denkt ihr euch so, ey, wo ist mein fucking Paket, ja? Könnte ich echt ausrasten, aber okay, ich habe ja noch die Shisha. Ich kann ja auch so CSGO zocken, zwar nicht so auf Ultra-Auflösung, aber gut, ich habe auch noch die PlayStation 3 drüben, kann ich auch noch GTA zocken.
Und ja, ist ärgerlich, aber was will ich machen? Ja, ich kann mich jetzt des Todes aufregen, trotzdem kommt das Paket nicht früher an. Ja. Das ist echt scheiße. Ja, Leute, was gibt's noch? Am Montag habe ich jetzt die Vorbesprechung für die OP wegen meiner Weisheitszähne. Ja, meine Ärztin, da war ich am Freitag nochmal zur Nachkontrolle, ob alles okay ist. Ja, die meint, es müssen wirklich alle vier raus, so schnell wie möglich. Ich merke das jetzt auch. Der gibt einfach nicht Ruhe, ja. Die anderen sind zwar noch nicht durchgebrochen, also die sind noch nicht durch. Man sieht die noch nicht, aber den rechten hier, also den rechten, ja, das kommt jetzt vielleicht auch ein bisschen crazy rüber. Den auf der rechten Seite, von euch aus dann glaube ich links oder so. Der ist jetzt schon so ein bisschen durch und ich kann nicht richtig kauen und es geht mir auf den Sack und ich habe eigentlich Hunger und ich kann zwar essen, was ich will, aber ich kann jetzt nicht schön schlemmen, ja, dass ich mir alles reinschlinge. Ist echt kacke. Und ja, wie gesagt, am Montag habe ich dann diese Vorbesprechung und mal gucken, ob ich dann nächste Woche schon die OP habe. Ein paar Videos habe ich vorgedreht, damit ihr nicht auf dem Trockenen sitzt. Ja. Schauen wir mal, wann das Ganze ist. Wenn es da was Neues gibt, werde ich das auf jeden Fall auf meiner Facebook-Seite dann ankündigen, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Also hier unten einfach mal in der Videobeschreibung gucken, da habe ich den Facebook-Link von meiner Facebook-Fanpage. Da einfach mal gefällt mir drücken und dann seid ihr auf jeden Fall immer auf dem Laufenden und wisst, was abgeht. Falls mal kein Video kommt, nicht wundern, dann steht alles bei Facebook drin, warum, pipapo, ob ich krank bin, ob ich nicht da bin, keine Zeit, was weiß ich. Aber ich mache das schon immer so, dass ich ein paar Videos vordrehe, dass ich da ein bisschen was im Petto habe, falls sowas mal eintritt, ja. Und ja, vielleicht, ich weiß es nicht, mein Dad kommt dann eventuell noch rum und vielleicht ist er dann hinter der Kamera und ich kann mit den fetten Backen euch noch ein bisschen zutexten, wenn ich überhaupt reden kann, damit ihr euch dann noch ein bisschen über mich lustig machen könnt. Schauen wir einfach mal, oder vielleicht halt die OP auch noch ein bisschen später, aber ich denke mal, das muss jetzt gemacht werden. Die müssen einfach raus, das nervt, ich kann nicht richtig essen, es geht mir alles auf den Sack. Und ja, gibt sonst noch was Neues? Alwaha habe ich mir geholt, Blumenmint und Zitronenminze werde ich vielleicht auch noch vorstellen für euch. Der liegt jetzt ein seit gestern. Und ja, dann schauen wir einfach mal, wie es die Tage weiterläuft. Ja, und wir sehen uns einfach am Sonntag in der geregelten Zeit. Das Video ist auch schon gedreht, muss ich morgen bloß noch freischalten, 16 Uhr. Dann, ja, habt ihr wieder die Woche ordentlich Stuff gehabt von mir. Ja, nächste Woche geht es genauso weiter. Und wir sehen uns einfach, ja, morgen oder nächste Woche Donnerstag im Video. Haut rein, euer Gigi Schmidi. Peace.